Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zum ersten Mal auf dem Kanal der Leitstellensimulator von PDP Software. Ich bin nicht alleine, denn man braucht ein paar Leute dafür. Wir haben den Phasus mit dabei. Hallo. Und wir wollen uns das Ganze heute mal zusammen hier mal so ein bisschen anschauen, bevor es dann heute Abend natürlich zum Livestream rübergeht und wir das Ganze uns dann mal mit ein paar mehr Leuten denn mal anschauen. Dachten wir uns jetzt, wir machen es jetzt mal ein bisschen ruhig, schauen mal, was die exklusive Beta hier mit sich bringt. Die exklusive Beta ist ja aktuell verfügbar. Ab dem 13.12. kostet 29 Euro war das, ne? 29,99 €. Die Standardversion, genau, die Standardversion kostet dann nur 19,99 €, erscheint aber dann auch erst nächstes Jahr. Deswegen, wie gesagt, die Exklusiv-Beta. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze sich spielen lässt. Wir haben natürlich schon ein bisschen reingelinst, um mal zu gucken, ja, was ist das Ganze. Aber schaut selbst am besten. Der Leitstellensimulator. Wir machen das erstmal so, dass erstmal ich die Leitstelle übernehme, denn drehen wir das Ganze mal, dann fahre ich mal eine Runde. Also nicht eine komplette Runde, wir werden ein paar Haltestellen fahren und dann gut, ne, weil es ist ja halt weiterhin Omsi, ne? Aber mal um zu gucken, wie das ganze Overlay halt so aussieht, ne? So, wir befinden uns jetzt hier im Leitstellenfenster. Ja, also ihr seht oben 0LP haben wir. Wir haben unser E-Mail-Fach, unser hübschen Typen hier in Pimgrün. Und sonst sehen wir hier haufenweise Leitstellenfahrten, die jetzt hier schon verfügbar sind, ja, also die jetzt schon angemeldet sind. Für heute ist zum Beispiel 15 bis 17 Uhr macht OVMD, Omnibusverkehr Mitteldeutschland, seine erste Leitstellenfahrt. Und ihr seht hier, ja, Anmeldung 50, also 50 und maximale Spiele 50. Also, das ist Wahnsinn. Es sind insgesamt 50 Spieler spielen da aktuell mit. Also, wir starten natürlich heute Abend auch hier. Wir haben maximale Spieler 33 haben wir hier. Und wir haben aktuell 17. Naja. Musstest du das selbst einstellen, Phasus? Das ist die maximale Anzahl. Das hängt von der Kartengröße ab. Ah, okay. So, und wir fahren das Ganze natürlich hier in X10. Wir können jetzt allerdings nur eine mal anmelden pro Tag. Deswegen müssen wir jetzt eine private machen. Denn das funktioniert auch. Also ihr müsst nicht unbedingt jetzt immer öffentlich machen, sondern ihr könnt natürlich auch mit Freunden an sich alleine spielen. Dann haben wir jetzt hier unten zum Beispiel, wie gesagt, die Möglichkeit Teilnahme an privater Leitstellenfahrt. Wenn wir darauf drücken, braucht ihr einen Code. Ja, den bekommt ihr dann von demjenigen, der die private Leitstelle erstellt hat. Bekommt ihr den Code denn? Das ist eine sechsstellige Zahl, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder eine achtstellige. Und die tippt ihr da einfach ein und dann seid ihr schon direkt in der Firma drin. Wir haben hier unten noch die App, die man sich jetzt runterladen kann. Da muss ich mal gucken, wie das Ganze halt aussieht. Und die eigene Leitstellenfahrt erstellen. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, halt eine öffentliche Leitstellenfahrt zu machen. Kann nur an freien Termin veranstaltet werden. Leitstellenfahrt wird öffentlich gelistet. Anmeldung ist für alle Spieler möglich. Nur auf Karten mit vielen Touren möglich. Und dann gibt es natürlich noch die private Leitstellenfahrt. Startet sofort, Leitstellenfahrt wird nicht öffentlich gelistet, Teilnehmer werden manuell hinzugefügt, bis zu 6 Spieler maximal. Also es können nur 6 Spieler dann maximal mitmachen. Gehen wir mal jetzt und können jetzt hier nochmal auswählen, ob wir jetzt unseren eigenen Betrieb nehmen wollen, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen eigenen Betrieb habt. Oder aber ihr könnt natürlich auch einen Betrieb nehmen, der jetzt schnell mal jetzt erstellt wird. Das Problem ist, dadurch, dass der Phasus für heute schon eine Leitstellenfahrt angemeldet hat, können wir diese Firma nicht nochmal benutzen. Deswegen erstellen wir uns jetzt hier einfach für dieses Video mal eine neue Firma. Deswegen drücken wir jetzt hier auf Nein. Wählen jetzt hier die Karte X10 aus. Ja, also ihr seht, das sind eigentlich alle Karten, die in dem Busbetriebssimulator möglich sind, sind hier alle schon drinnen. Ich glaube, du meintest das, ne? Dass sogar Forsthausen mit bei ist. Ja, hier. Landkreis Forsthausen. Also auch diese wäre tatsächlich. Aber die ist halt natürlich nicht möglich, weil sie hat nur eine Linie. Hier oben haben wir noch eine Zeitverschiebung, die wir hier einstellen können. Wir lassen das Ganze jetzt in-game und starten das Ganze. Soll die Leitstellenfahrt jetzt gestartet werden? Bestätigen das. Eine andere private Leitstelle ist von mir noch aktiv. Schließen sie zuerst. Das ist natürlich praktisch. Das ist die hier wahrscheinlich. Kann ich jetzt irgendwas machen? Achso, wir können auch schon wieder rein switchen in die Leitstellenfahrt. Das ist eigentlich ein bisschen doof, weil wir da schon so ein bisschen rumgefummelt hatten und der Phasus extra rausgegangen ist. Muss ich mir wieder den Code geben. Ja. So, und hier haben wir schon. Herzlich willkommen zur Leitstellenfahrt. Ja, also, wir sehen jetzt auch links, haben wir jetzt zum Beispiel Funk. Ja, die Leitstelle aktuell ist unbesetzt, kriegen wir jetzt die Meldung. Da gehen wir gleich drauf hin. Den Funk
an der Seite. Ich glaube, das ist halt anders gemacht. Ne? Du hast jetzt nicht mehr diesen Text-Chat-Fenster. Das ist jetzt halt ein bisschen anders. Einzig, was wir hier getestet hatten, der Voice-Chat funktioniert nicht so ganz, so hundertprozentig. So, gestern war die Tür zu, heute ist sie offen. Also wir können halt rein. Das funktioniert aber wirklich nur von dem Leitstellenleiter. Der kann die Tür öffnen. Es können danach zwar alle anderen rein, aber es kann nur der Leitstellenleiter die Tür aufmachen. So, setzen wir uns mal hin. Und so sieht das Ganze aus, ja. Wir bekommen jetzt erstmal komischerweise eine Fehlermeldung gleich am Anfang. Wissen wir jetzt auch noch nicht, wo das Ganze herkommt. Also der Code ist, hast du? Ja. 731. Ja. 367. So, der Fahrer sieht sich jetzt rein. Und während wir uns jetzt hier am Computer befinden, sehen wir jetzt die komplette Karte vom X10. Also die Karte X10 hier. Ja? Also ihr seht, das ist eigentlich eine relativ riesen Karte. Ich sehe jetzt auch gerade, dass du immer noch deine Tour hast, die du fahren musst. Schande. So. Nee, die fahre jetzt nicht, da habe ich ja Verspätung. Oder da hast du Verspätung. Können wir jetzt hier die Tour wegnehmen und dann ist auch keine Tour mehr zugewiesen. So, passt das Ganze. Und ja, jetzt sehen wir hier zumindest schon mal, die können wir jetzt hier auch mal erstmal wieder zurück zur Zentrale holen. Die komplette Karte, hier sind wir jetzt aktuell in Telto und das wird jetzt auch mal schnell die Fahrt sein, die wir jetzt auch machen werden. Wir sehen hier oben weiterhin die Leitstellenfahrt verlängern, aktuelle Uhrzeit, hier haben wir den Funk, ja, den sehen wir hier, wo wir hin und her wechseln können zwischen der Leitstelle und der Lobby, ja, also könnt ihr wechseln. Wie gesagt, das mit dem Voice-Chat haben wir noch nicht so ganz verstanden, beide, weil Phasus kann mich gut verstehen, aber beim ich kriege von ihm nur so ein Rauschen rein, das jetzt so gewollt ist, weiß ich jetzt nicht. Auch habe ich gar keine große Einstellungsmöglichkeit so gefunden, zwecks Mikro oder sowas. Ja, und in der Lobby, da könnte ich natürlich alle unterhalten. Ne? In der Leitstelle halt nur, wenn ich angefunkt werde und in der Lobby halt können alle einfach so losquatschen. Wir haben hier oben nochmal den E-Mails, Finanzen, wir haben hier oben nochmal Kontrolleure. Ja, also wir haben jetzt aktuell zwei Kontrolleure, wir haben einen Bus und wir sind insgesamt zwei Teilnehmer. Meine Wenigkeit ist der Leitstellenleiter und der Phasus, ja, der dümpelt da so vor sich hin. So, und dann haben wir hier oben nochmal einfach mal so nochmal ein bisschen was wir hier einstellen können. Beschreibung fehlt noch, Sprache Deutsch und alles was. Ja, maximal Teilnehmer ist 6. Wir werden jetzt zu den Phasus jetzt mal eine Tour zuteilen. Tour hinzufügen. Wir bekommen das gleiche Overlay, wie wir es halt schon vom Busbetriebssimulator halt kennen. Also die Karte X10 haben wir jetzt hier. Du wolltest die 200, ne, was war das? Die 620. Ja, einfach mal kurz testweise. Genau, da haben wir jetzt hier Start um 16.25 Uhr von S-Bahnhof Telto Stadtterminus nach Ramradbrücke. Das können wir Ihnen jetzt zuweisen. Ne? Und jetzt können wir hier dementsprechend halt auch noch sagen, so, pass auf, du nimmst bitte den Bus, der da ist. So, Phasus müsste jetzt eine Meldung bekommen haben, dass alles er jetzt ja. Diesen Auftrag jetzt hat und er soll jetzt zu seinem Bus gehen und soll doch bitte ja, einsteigen. Das sehen wir später, wenn Phasus uns mal einen Auftrag zuteilt, wie das Ganze dann halt aussieht. Also das Video wird heute ein bisschen gecuttet, ja, also nicht wundern. Und dann seht ihr dann das Ganze, wie das dann halt ausschaut. So, Phasus läuft jetzt hoffentlich zu seinem Bus und er sollte jetzt auch um sie den laden. Wisst ihr, immer, dauert immer so ein bisschen. Und dann sollten wir ihn auch demnächst sehen hier auf der Karte dann schon. Ja, wir haben sonst an der Möglichkeit hier zum Beispiel Türksteinweg. Jetzt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf die Haltestelle drücken, ja, dann seht ihr hier zum Beispiel, öffnet sich ein kleines Fensterchen und dann können wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir möchten da, dass da Kontrolleure hingehen. Oder ja, ist da Polizei, brauchen wir da. Oder brauchen wir einen Notarzt, weil die Oma gefallen ist. Oder ist sogar Phasus gegen einen Baum gefallen, braucht man einen Reparaturdienst. Oh. Ja, dann wisst ihr, ne, das könnt ihr dann einfach an den nächsten Haltestellen machen. Also ich habe mal geguckt, das dauert tatsächlich eine Weile. Also nicht jetzt einfach so raufdrücken auf der Haltestelle und sag, da sollen Kontrolleure sein. Nein, das dauert dann auch ein paar Minütchen. Ja, also ihr müsst halt schon ein bisschen im Voraus planen. Also Phasus sollte dann dementsprechend, wenn er jetzt zum Beispiel jetzt sagt, er ist jetzt Havelstraße, ja, dann könnt ihr jetzt nicht Striebitzweg halt schon die Kontrolleure hinschicken, weil die brauchen natürlich auch ein bisschen dahin. Ja, also das bedeutet dann, ihr solltet vielleicht in 2, 3, 4 Haltestellen später dann natürlich, also dann hier zum Beispiel frühestens vielleicht hier Ruhlsdorfer Platz oder Bürgertreff, ja, die brauchen bis zu 5 Minuten. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt von Karten abhängig ist oder so. Ja, also das weiß ich nicht. So, wir sehen jetzt hier zum Beispiel, Phasus hat jetzt einen anderen Punkt, ja, der ist jetzt so gelblich. Wenn wir jetzt draufdrücken, sehen wir zum Beispiel, Phasus lädt hier in die Karte rein. Seht ihr jetzt hier, genau.
Ist jetzt aber falsch, ne? Er ist jetzt noch im Ladebildschirm, deswegen hängt er jetzt hier zwischen der Marloer Straße und der Gustl-Sandner Straße. Der sollte dann aber auch gleich dann wieder an seinem Startplatz sein. Teltow war das, ne? S-Bahnhof Teltow statt Terminus. So. Was man noch sagen kann, wenn ihr den Busbetriebssimulator besitzt, könnt ihr 25% auf den Leitstellen-Simulator sparen. Mhm. Relativ coole Sache. Und den Leitstellen-Simulator könnt ihr natürlich hier günstiger erwerben. Ja? Auf gamesplanet.de könnt ihr schon mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mhm. Und uns damit automatisch auch noch unterstützen. Coole Sache. So, wie weit bist du? Ah, wenigen Sekunden kann es losgehen. Okay, ja, da sehen wir zum Beispiel, ja, Phasis ist jetzt hier schon mal an der Dings jetzt hier, an der Haltestelle, an der Dings, das ist auch gut. An der Dings ist er, ja, S-Bahn, Teltow statt Terminus. So, und du fährst ja wahrscheinlich Bürgertreff, ne, Ruhlsdorfer Platz, ne? Ja. So, okay, Ruhlsdorfer Platz, können wir jetzt hier zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt da am Ruhlsdorfer Platz einmal einen Kontrolleur hinschicken, können wir gleich sagen, hier zwei, weil wir haben zwei, die müsst ihr kaufen, 200 Euro kostet das Ganze und könnt das Ganze jetzt dementsprechend anfordern. Ihr seht jetzt, die brauchen eine bestimmte Zeit. Jetzt hier sind es jetzt 3 Minuten 30 und dann sollten die auch da sein. Wenn Phasus jetzt an der Haltestelle anhält, meiner Meinung nach, dann sollten da auch Kontrolleure einsteigen und der müsste auch Feedback davon bekommen, dass da jetzt Kontrolleure an der Haltestelle sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass es jetzt so ist, dass da jetzt die Leute jetzt dann nur 3 Minuten 30 da sind. Werden wir jetzt gleich sehen, wenn Phasus immer losfährt. Ah. Wie gesagt, und gleich wechseln wir mal die Plätze und dann ist Phasus dann mal kurz bei einer Leitstelle und wir werden mal hier 2-3 Haltestellen anfahren, um mal zu schauen, wie es denn aussieht. Weil, sieht es denn anders aus, so das Menü? Oder sieht's also halt immer noch? Bis auf linke Feld, wo jetzt Funk steht statt Chat und oben, dass es halt blau ist, jetzt nicht großartig ein Unterschied. Okay. Hm. Na gut, das werden wir dann, wie gesagt, gleich selber sehen. Ja, sonst ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Es gibt sogar S-Bahn Potsdam, Hauptbahnhof, Wannsee. Am Hochwald. Aha, aha. Das fahre ich alles hier. Was ist denn das hier eigentlich für eine? Briefzentrum, Enzianweg, Ringpark, Stahnsdorfer Straße. Was sind das hier für Touren hier? Beethoven, Straße, Kita, Postviertel. Ich glaube, da bin ich einmal lang gefahren da. So. Postviertel, das ist immer eine relativ schöne Linie. Fährst du ja. Von Stahnsdorf, kommt komplett durch Teltow durch und dann zum Postviertel raus. Hier seht ihr jetzt eine Phase, steht das an der Ampel? Die Ampel nicht. Nee? Das ist noch die Haltestelle. Achso. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch -4, also ist jetzt mit Verfrühung bist du jetzt unterwegs, ne? Ja, vorgefahren bis zur Haltestelle. Mhm. Und wir sehen jetzt, wie viele Fahrgäste drin sind. Also aktuell hat er jetzt 12 Passagiere. Ja, also, das sehen wir halt, wann jetzt zum Beispiel jetzt hier die Abfahrt ist, 16:33 komischerweise, -2. Meine Zeit ist hier irgendwie anders. Was vorgestellt, ne? Vorgespült. Ich hätte jetzt noch 15 Minuten oder so warten müssen. Okay. Jetzt stehst du bei mir nur leider woanders. Stehst du? Ja, er lädt gerade. Okay. So, jetzt müsste ich wieder da sein. Ja, bist du wieder da, genau. So, geht natürlich in der Leitstellenfahrt nicht. Du kannst hier dann die Uhrzeit nicht vorstellen oder zurückstellen oder sowas. Ne? Also hier ist dann halt wirklich das denn, was dann zum Beispiel die Leitstelle an Uhrzeiten hat. Ne? Wir wisst ja selber, wie es ja früher mal war. Ne? Da wurde dann immer angefragt, Computer, wie spät ist. Dann mussten halt dementsprechend dann halt immer, das geht jetzt nicht, jetzt kannst du hier nicht einfach so drehen oder wenden. Wenn das Programm jetzt hier sagt, es ist 16:21, dann ist es 16:21. So, Abfahrt jetzt. Bis zum Ruhlsdorfer Platz musst du jetzt fahren, weil ich jetzt wissen will, was jetzt mit den Kontrolletis da passiert. Genau, also der 620 Umlauf 3 für die Leitstelle, komm. Ja, Leitstelle hört. Fahre jetzt pünktlich am S-Bahnhof Teltowstadt ab. Eine wundervolle Fahrt wünschen wir. Dankeschön.
So, ihr seht, Phasus ist jetzt on Tour. Und der Pfeil bewegt sich jetzt auch wieder. Ja, also das ist schon cool. Ich weiß gar nicht, darüber hatten wir auch noch gar nicht gesprochen. Funktioniert das nur mit dem Busbetriebssimulator oder kann man das jetzt zum Beispiel jetzt auch nur mit OMSI Navigation benutzen? Weil OMSI Navigation ist ja dieses Zusatztool, wo man ja halt auch diese Karte hat. Ne? Mir war irgendwie so, als ob es da auch einen Preisunterschied gab, wenn man zum Beispiel jetzt nur OMSI Navigation hat, ohne den BBS. Weiß ich nicht. Da muss ich leider passen. Dann werden wir uns aber nochmal schlau machen. Der Entwickler hat uns schon Bescheid gegeben, dass er versucht, bei dem Livestream dabei zu sein. Mal gucken, vielleicht schafft er das, um halt gerade solche Fragen zum Beispiel auch zu beantworten. Ne? Also so wirklich ein Handbuch bis jetzt habe ich jetzt auch noch nicht gelesen zum Leichtstern-Simulator. Aber vielleicht alles steht learning by doing. Wahrscheinlich, oder man liest einfach mal im Forum nach. Das wäre natürlich auch sinnvoll. Denn PDP-Software hat nämlich eine Website, da könnt ihr natürlich raufgehen. Ne, wie gesagt, gerade wenn ihr Interesse dran habt, hier an dem Leitstellen-Simulator, sowieso wichtig. Ja. Bei PDP gibt es aktuell auch einen ganz coolen Adventskalender. Also wenn ihr den Busbetriebssimulator besitzt, dann könnt ihr euch einen Account erstellen fürs Forum und könnt dann jeden Tag eine Türchen im Adventskalender öffnen und da gibt es dann Erfahrungspunkte, Geld, Karrierepunkte, all sowas für Multiplayer und Singleplayer im BBS. Und es gibt auch noch was zu gewinnen. Also ihr habt dann auch eine Chance, was zu gewinnen, wenn ihr da regelmäßig Türchen öffnet. Und heute zum Beispiel könnt ihr 2.500 € für den BBS Multiplayer gewinnen. Also nicht gewinnen. Ich glaube nicht, dass du das hättest sagen dürfen. Es ist ein Adventskalender, da kannst du nicht einfach sagen, was da drin ist hinter dem Türchen. Ach so. Ups, ja, da war ja was. Kleiner Anreiz. Kleiner Anreiz. So, Phasus fährt immer noch. Bürgertreff jetzt. Dann einmal weggepiepst werden, bitte. Ja, weggepiepst. Bist du jetzt vorbei? Nee, bist jetzt Bürgertreff, ne? Ah, die Öhmchen will noch ein Ticket. Öhmchen? Mal gucken, ob sich da jetzt, ja, ist jetzt auf 13 angestiegen, die Zahl. Also es funktioniert. Und jetzt stellt euch das aber mal vor, jetzt haben wir jetzt nur einen. Ja, wir haben jetzt einen Fahrer. Ja, wie es jetzt zum Beispiel jetzt aussieht, wenn da jetzt auf einmal 20, 30 Leute dabei sind, ja, und alle fahren und du siehst da halt nur Zahlen. Ich bin mal auch gespannt, wie das halt geldtechnisch halt aussieht, ne? Weil Phasus müsste jetzt ja wahrscheinlich die Fahrt beenden, damit dann auch Geld für die Leitstelle reinkommt. Ja. Mal gucken. Also das werden wir heute Abend in einem Livestream dann alles sehen. So, du fährst jetzt auch zum Ruhlshofer Platz? Ja. Hast du jetzt schon eine Meldung bekommen, dass da jetzt Kontrolleure jetzt irgendwie da warten? Nö, das werde ich wahrscheinlich erst kriegen, wenn ich da bin. Wahrscheinlich, ja. Aktuell stehe ich hier noch an dieser wunderschönen Ampel, wo man immer Richtung Zehlendorf abbiegen kann. Du könntest danach, wenn du diese Meldung bekommen hast von wegen Kontrolleure, denn mal einen Notarzt besorgen, ja, da hat dann, weiß ich nicht, Oma hat sich erschrocken und ist im Koma gefallen, können wir mal einen Notarzt hinschicken, weil sie sich so über den Kontrolleur zum Beispiel aufgeregt hat oder sowas, weil er das Ticket sehen möchte. Mal gucken, ja. Irgendwas wird da schon kommen, also ich bin relativ sicher. Damit wir das hier auch mal so sehen können, wie es zum Beispiel aussieht, wenn jetzt zum Beispiel ein Notfall zum Beispiel im Bus ist. Ich weiß gar nicht, gibt es Zufallsevents? Das ist zum Beispiel auch noch nicht so, also es sah auf jeden Fall in den Trailern und den ganzen Bildern sah es immer so aus, als ob es immer so Zufallsevents gab. Ja, ich denke, dass das eigentlich eher zufällig ist, aber jetzt für die Aufnahme können wir natürlich auch mal so den Notruf wählen. Natürlich. Ansonsten, ja, Leute, ihr wisst ganz genau, Notruf missbräuchlich betätigen, das ist strafbar, das macht man einfach nicht. Ja, es wird auch richtig, richtig teuer. Nur wenn wirklich was ist. Normal, okay? So, jetzt bin ich mal gespannt. Was passiert da jetzt? Ah, hier stehen schon mal Fahrgäste, das ist schon mal. Ah, die Kontrolleure sind wahrscheinlich inkognito unterwegs. Ja, zwei Kontrolleure haben den Bus betreten. Die Kontrolle wird bis zur nächsten Haltestelle durchgeführt. Na, dann fahren wir bis zur nächsten durch. Mal gucken. Also, nächste Haltestelle wäre jetzt die Ahnstraße. Schönen guten Tag, die Fahrausweise bitte mal zur Kontrolle. Oh, ein Schwarzfahrer wurde schon entdeckt. Ah, seht da mal, siehst du, ein Schwarzfahrer. Zwei. Zwei sogar schon. Na, jetzt.
Jetzt klingelt die Kasse. Also ich glaube, die Tür schließe ich doch ab. Die Tour schließe ich doch ab. Er bringt ja nicht, ist ja nicht unsere Firma. Ja, das ist ja natürlich ein bisschen schade. Ja, und ich krieg doch aber Privatgeld. Ach so. Du auch, weil du ja Leitstellendisponent bist. So, 3 Schwarzfahrer? Ah, jetzt, die sind aber langsam unterwegs. Warte, so, die Kontrolle erfolgreich abgeschlossen. Gut, also 3 Schwarzfahrer haben wir schon mal gefasst. Das ist natürlich schon mal eine sehr gute Ausbildung. Ich hoffe, die Leute sind nachher auch so, dass sie dann sagen, ach ja, fahren ruhig mal ein bisschen schwarz, damit der Betrieb ein bisschen Wert kriegt. Ich weiß gar nicht, was kostet so ein Ticket? 60 Euro mittlerweile? 70 Euro? Genau, 60 Euro kostet aktuell Schwarzfahren, beziehungsweise Erschleichen von Leistungen, heißt es ja nochmal. Also 180 Euro? Oh, das ist doch schon mal dein Tageslohn. Ups. Ja, 620 Umlauf 3 an die Leitstelle kommen. Naja, Leitstelle hört. Ich habe leider einen Notfall im Bus. Hier ist ein Fahrgast, der umgekippt ist. Fahrgast, der umgekippt ist. Okay, wir schicken einen Krankenwagen Richtung Striebitzweg. Haltestelle Striebitzweg. Alles klar. Ist in 3 Minuten da. Oh, das werde ich darauf warten. So, genau. Jetzt haben wir hier mal einen Krankenwagen hingeschickt. Ja. Die Kontrolleure sind immer noch bei Faser im Bus drin. Ne? Ich weiß gar nicht, können wir die unterstellen? Vorsicht. Das weißt du, bei mir ist einfach so entspannt die Fahrt im Bus. Da will man gerne mitfahren. So, Kontrolleur. Wir könnten jetzt irgendwie... Nee, hier oben können wir nur kaufen, ne? Ja, das ist jetzt halt die Frage. Ach so, wahrscheinlich einfach, wenn ich jetzt hier an den nächsten... Genau, jetzt sage ich jetzt hier wieder Kontrolleure. 2 Stück. Nein, das sind nicht... Stelle bei Bedarf neue Kontrolleure ein. Okay. Dann muss ich jetzt auch leider passen, weil ich jetzt nicht weiß, wie ich die jetzt hier aus dem Bus rauskriege. Die einmal bei mir drin sind, dann freuen die sich so dolle, dass sie nicht mehr loskommen. So, okay. Sonst haben wir hier... Können wir noch eine Nachricht schreiben an Phasus und sonst sehen wir hier halt seinen Umlauf und so weiter. Könnten jetzt zum Beispiel schon die nächste Tour hinzufügen. Ja, also das ist eigentlich so erstmal so der erste Blick so aus dem Leitstellen-Simulator, so wie das Ganze jetzt ausschaut. Ach, wir haben übrigens Geld bekommen. Hier oben seht ihr zum Beispiel 180 Euro, ne, haben wir jetzt. Genau, dreimal 60 Euro. Haben wir jetzt bekommen. Also das war wirklich sehr, sehr gut gewesen, was wir hier... Geil. Dann werden wir mal wechseln. Und dann kann mal der Phasus mal ganz kurz uns mal... Na, warte mal, der Notarzt, der... Achso, na gut, da können wir noch warten, ja. Mal gucken. Dauert ja 3 Minuten. Ich mache ja schon Wiederbelebung. Achso, hechelt schon, ja. Ja. Hier ist die Haltestelle Großbären drin, ne? Könnten wir auch einen Krankenwagen hinschicken, wenn wir wollten. Lichterfelder Ost ist auch drin. Lichterfelder Ost ist drin? Warte mal. Aber da führt keine Straßenverbindung. Ach so. Toll. Toll. Hohenzollern-Damm. So. Ja, brauchen noch eine Minute. Ah, hier ist schon ein richtiger Stau hinter mir. Ja, da können 3 Minuten extrem lang werden. Wenn du dann sowas so lässt. Wartet auch schon hinter mir, ungeduldig. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines Notfallseinsatzes an der Strecke verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank. So in etwa, genau. Weißt du, wie solche Ansagen entstehen? Ja, andere Teile B-Scooter. Ah ja, da ist ja so meine Ecke wohl gearbeitet. So. Kleine Straße, Sundgauer Straße. Hier, Teltower Damm. So, 15 so. Sekunden noch. Dann sitzt du da, mal gucken, was da noch für eine Meldung kommt. Und dann, wie gesagt, werden wir mal kurz cutten. Ich weiß aber nicht, ob wir denn jetzt noch groß quatschen oder sowas, obwohl ich das einfach nur hinten mit ranhänge. Aber wie gesagt, das ist der Leitstellen-Simulator. Also unbedingt...
mal selber testen. Wie gesagt, aktuell für 29,99 € auf PDP-Software könnt ihr das Ganze kaufen in der Beta-Frühfassung. Oder aber ihr sagt, ihr spart euch lieber die 10 Euro, ihr wollt lieber das fertige Produkt, dann, wie gesagt, könnt ihr das Ganze für 19,99 € kaufen. Dann aber erst ab 2020. Und was kann man noch sagen? Ihr bekommt zwar einen Code, der ist allerdings nicht für Steam, sondern der ist für PDP-Software, entweder auf der Website oder den Code könnt ihr dann halt auch im Busbetriebssimulator halt eintippen. Ja, dann wird das Ganze halt dementsprechend mit eurem Account, den ihr sowieso habt, mit dem Busbetriebssimulator verknüpft und somit habt ihr dann halt beides dann halt zusammen. Also ihr müsst dann, wenn ihr den Busbetriebssimulator habt, nichts noch extra runterladen. Das macht ihr dann halt automatisch, weil das halt in diesem großen Update drinsteckt halt schon. Wie das Ganze jetzt so funktioniert mit OMSI Navigation, wenn wir uns mal schlau machen, wenn wir mal den Entwickler selbst mal anschreiben, fragen, vielleicht ist er halt schneller und kann das Ganze hier natürlich schon in die Kommentare posten. Vielleicht können wir euch heute Abend da diesbezüglich schon eine Antwort geben, wie das Ganze funktioniert. Wir werden nochmal da ein bisschen was lesen. Vielleicht kriegen wir da was raus. Und sonst gibt es zum Abschluss hier eigentlich nichts groß zu sagen, außer dass das ziemlich spannend ausschaut. Jetzt natürlich mit einfacher, natürlich ein bisschen sehr übersichtlich. Aber ich denke mal, wenn nachher da 50 Leute drin sind, dann könnte hier schon ganz schöne Panik ausbrechen. Kann ich mir halt schon richtig gut vorstellen. Gerade auf so einer Karte hier, wie gesagt, lassen wir uns da heute Abend überraschen. Wenn ihr Bock habt mitzufahren, dann, wie gesagt, schnappt euch den Busbetriebssimulator, kommt bei uns in die Firma mit rein und dann, ja, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr denn hier mitfahrt. Und ja, das war's eigentlich, ne, Phasus? Ja, ich würde sagen, wir hängen jetzt einfach noch ein paar Szenen dran, wo wir es genau andersrum machen, das Bio fährt. Genau. Und da brauchen wir nicht quatschen, weil ihr wisst ja dann im Endeffekt ja, wie denn das Ganze dann halt abläuft, nur mal aus der anderen Sicht von einem Busfahrer. Und ja, dann hoffen wir, sehen wir uns vielleicht dann heute Abend hier im Livestream. Wir verabschieden uns und freuen uns natürlich, wenn ihr dabei seid. Ne? Tschüss! Tschüss!